Läuft. Jetzt kommen wahrscheinlich die 8 rote Münzen. Wo können die nur sein? Ich glaube, ich werde jetzt aber zuerst noch den Stern da oben holen. Dann muss ich nur noch die roten Münzen und dann ist das Level beendet. Es geht ein bisschen schneller, wenn ich schon auf dem Weg bin. Okay, wie war's? So, und jetzt war auf die Höhe, ne? Ja. Yes, Sir. Mach nix. Hab's ja eh. Und tada. Läuft. Gut. Drei rote Münzen in den Muscheln und eine war, glaube ich, sogar noch da unten bei Kano. Oder war das anders? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber spielt gerade auch eigentlich keine große Rolle. Erstmal eine, zwei. Mach das Mündel auf. Du auch. Jetzt fängt dann eh aufzuwirken. So, du bitte auch. Auch machen. Ach, verdammt. Wo war nochmal die... Ach ja, genau, da oben, oder? Da oben. Stimmt's? Hab ich recht? Yes, Sir. So. Bisschen weiter weg vielleicht. Okay. Tack. Tack. Und da haben wir's. Hier brauche ich eigentlich nichts zu machen. Also rüber. Zu jumpen. Schon wieder. Es will einfach nicht. Es will einfach nicht. Es will einfach nicht. Das Spiel mag mich nicht. Ich mache es halt so. Und so. Und so. Und so. Hä? Okay. 1, 2, 3, 4, 5? War da noch eine? Ist doch noch eine verpasst? Hier sind ja nur 2. Ach komm schon. Da, genau. Hätte doch mit der Metallkappe nach unten gehen müssen. Egal. Wie nur vorher habe ich nie gesagt, ich kenne das Spiel auswendig. Mach auf! Boss ist da. So, jetzt noch die letzten 2 und dann haben wir es. Muss gerade nochmal auf Shift jumpen. Anyway, egal. Kann man sonst nichts zu tun. Schwimm, du Sau! So. Läuft, läuft, läuft. Ben, ich will es richtig machen. Ich will Speedrun. Ja, ja. Meine Gemüse lautet, wer Speedrun will und nicht perfekt kann, der sollte es lassen. Aber es gibt immer wieder Leute, die... Ja. Aber so geht's auch. Dankeschön. Muss ich, dass wir uns verstehen. Und nein, die Münzen sind natürlich nicht nur aktiviert, wenn ich den Schall betätigt habe, also wenn es jetzt so klingt. Nein, natürlich nicht. So, Level completed. Wir haben das im Eingangsbereich alles geholt jetzt. Nein, das versteckte noch. Aber den gehe ich jetzt nicht holen. Nein, da habe ich jetzt genug geschwommen für eine Weile. Gut. Toadi, gib mir Assist. So, wir gehen indirekt. Nein, ich wollte nicht hierhin, danke. Wir gehen jetzt zu Boo. Das ist ja auch eine einfache Welt, ne? Und nur in dieser Version kann man ihn
Übrigens, in späteren Spielen macht der Buu so, Buhu, so, es ist genau dasselbe Lachen wie Bowser's, aber, ja, seht ihr, man kann es auch so machen. Aber höher, ne? Und das Lachen von der Wumps dort, das ist auch Bowser's Lachen, nur kürzer und, komm näher, okay. Gar nicht Homo. Ich sehe in Homos. Ich war auch lange Zeit Homo. Bis ich beim Arzt war. So, alle Buhus besiegen. Das ist gar nicht schwer, wenn man weiß wie. So. Ich sag direkt, aber nee. Kommt nur her. Au. Ja, ja. Ey, ich sag dir, komm her. Weihrei. Uno? Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Ich kann es aber was erleben. Ja, ja, ja. Bam. So. Da, da, da. Jetzt wisst ihr auch, wo wir die 100 Münzen herbekämen. So. Und ja, das war das... die Inspiration für Luigi's Mansion. Gut gemacht. So. Ja, es gibt viele, die sagen, ja, Buhu aussichern, Doppeljump und alles. Nee, es geht ganz viel einfacher so. Ach, so witzig, wie die Polygone von Mario sich immer wieder erst aufbauen müssen, wenn er so weit weg war, ne? Kommst du? Übrigens gab es letztens einen neuen Glitch, wie man Big Buu in Super Mario World besiegen kann, nämlich einfach mit der Rutsche, ne? Hat man lange Zeit nicht gewusst. Ich ja auch nicht. Bäm. Ja. Muss einfach halt im Erdgeschoss hier bashen. Und dann kommt er. Und hier auch die Wiese. Bäm. Kannst du Gas. Nein, so geht's nicht. So geht's viel einfach. Bäm. Kommst du? Und nochmal. Bäm. Ist auch die für mich praktischste Methode. So. Aufzug. Bam, 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 bam. Thank you. Ich kann's mittlerweile, ne? Ich kann's. Ich habe jetzt extra das schnell versucht aufzunehmen, als ich gerade als ich es privat durchgezockt habe, zu zeigen, ich kann es. Ja, die muss man übrigens nicht bashen. Nein, es ist überhaupt nicht notwendig. Stehen bleiben und wubi, wubi, wubi. Besuche Big Boos Karussell. Und da gehen wir am besten ins Gästehaus. Wie bei Resident Evil, das Gästehaus. Wobei ich hier keinen Jack Baker zu befürchten habe. So. Ich weiß nicht, ob es vom Haus aus leichter zu machen wäre, aber ich gehe lieber hier lang. Dann muss man das alles wieder naschen, wenn man im Geisterhaus runterfällt. Und ja, könnt an der Musik schon hören, was uns hier erwartet. Genau dasselbe nochmal. So. Hi, zusammen. Ja. Ja. Okay. Zeit auf einen Streich. Und ja, ihr seht, ja, jetzt kommt der schon. Gut. Das machen wir doch einfach nur so. Und nochmal. So. Und nochmal. Richtig stehen würde. Komm doch her! Es gibt zwei Nischen und der muss genau in der sein, wo ich nicht bin. Und ich bin jetzt auch dem Flammenmeer schön ausgewichen. Also der Flammenstrahl. Okay. Schön, schön, schön. Ich warte auf die 8 toten Münzen. Dann sammeln wir alle Münzen im Level. Das Level ist wirklich eines der einfachsten für das zu machen. Hey! Ich schrei mit dir! Alter, ich bin wirklich erstaunt, wie ich das Leben mittlerweile kann. Ja, das ist auch eine der leichtesten Aufgaben. Und ich sehe ja, Big Boo
sitzt da oben und wartet auf uns. Es gibt verschiedene große Boos. Es gibt Big Boo, das ist der. Es gibt König Boo, den kennt man aus Luigi's Mansion. Und es gibt Atom Boo. Atom Boo ist der wirklich gigantische Boo, den man... Jetzt weiß ich gar nicht genau wo. Ich kann ja auch rüber, oder? Ja. Ach komm, wenn wir schon hier sind. Ich glaube, das war sogar das Büchereirätsel. Ich glaube, das war sogar. Okay, ich zeige es euch aber trotzdem noch. Ich zeige es euch jetzt aber trotzdem noch. Wir sind nicht heißen, dass ich hier euch verheimliche, wie man das Büchereirätsel löst. Es ist ganz einfach zu machen. So. Also auf diese Zwischensequenz könnte ich auch jedes Mal verzichten. Nee, einfach nur einmal besiegt ist es da, aber... Ah, gut. Okay, wir werden zu gegebener Zeit eh noch dahin kommen. Aber erstmal will ich hier das Karussell. Ja, auch hier. Guck mich an. Hey, guck mich an. Ich habe mir extra schön gemacht für dich. So. Autsch. Mal hier nur. Zwei, dreimal. Ich habe mich den immer wieder mal so... So wie ein Welpe. So, hier finde ich immer ein bisschen so... Oh. Ist doch auch nur ein... Was auch immer. Okay. Gut. So. Jo, hier gibt es so wenige blaue Münzen, ne? So. Ich bin wieder da. Uno. Ah. Noch erreicht. Und... Bäm. Und Bäm. Zielmasse. Jetzt kommt nur noch der Große. Aber den will ich jetzt nicht mehr bekämpfen. Wow, hab mich voll weggebasht. Ey! Nur weil ich dich nicht mehr bekämpfe. Seid doch nicht so eine Zicke. Verdammt. Oh, was? Okay, das hat ihn voll getroffen. Oh, jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklatschen. Danke. Ich komm doch zurück, oder? Ich komme zurück. Hä? Doch. Habe mir gedacht. Habe ich... Ja. Fader. Okay. Sorry, wollte kurz was auf YouTube schauen. Okay. Die sind auch so gut. Das ist auch Zaster. Hier sind auch viele Gegner. Ja, die Münzen werden hier schon ein wenig geschenkt, wenn man ehrlich ist. Hi! Die Kamera nervt mich gerade ein wenig. Ah, viel besser. Lucky du, ich übernehme den Job. Thank you. Schon 50 fast. Boah. Geht ganz schön schnell. Und hier hat es natürlich auch noch. Babam. Babam. Hör, wo ging ich nur die Münzen her? Na, wo? Ich nehme wieder Lucky Du. Ist mir ein bisschen praktischer. So. Ja, ich werde euch das Büchereirätsel natürlich noch zeigen. Hi. Ich rede mit dir. Danke. Da habt ihr mich schön verarscht. In der... Im Stream habe ich geschrieben, geh mal zum Flügel. Ja, danke. Lass mich wohl. Was meine Münze? Soll ich fangen? Soll ich sie? Komm. Okay, ich könnte mir, glaube ich, auch bekämpfen, aber okay, es gibt genug. So ist auch noch eine. Mit Büchern kommt besser nichts. Oh doch, die geben auch. Läuft. Kommt ihr bitte schön nach raus. Ich möchte mich auch spielen. Nee, die Kamera ist nicht gut. Ja, komm nur.
Kommt nur. Daddy ist da. Läuft. Was haben meine hier? Ist da noch was drin? Nö. Nichts Wichtiges. Ist nur der Hinterausgang. Da verpasst man nichts. Gut. Ach, ich dachte, ich kann uns nicht sehen. Der kann uns ja auch sehen. Du bist unsichtbar. Ja, Wahnsinn, unsichtbar bin ich. Und danke. Ist nicht schwer. Ist überhaupt nicht schwer. So. Hier hin. Da, 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 da. Und du kriegst eins auf die Nuss. Wenn ich dich sehen würde. Verdammte Kameraeinstellung. Okay. Kriegen wir die letzte noch? Hey, komm doch her. Ich bin hier. Komm. Komm, Bursche. Komm! Hast du Angst oder was? Der hat Angst vor mir. Geh halt dahin. Ach so, er kommt nicht. Er ist auf der Plattform gefahren. Oh, jetzt hab ich aber Angst. Ich hab aber Mitleid mit dir. Komm her. Also was, wenn du nicht willst, lass es halt. Dann lass es halt. Wenn du nicht willst. Gib noch genügend Münzen. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Spaß. So, ich möchte euch ja das Büchereirätsel zeigen. Und das ist, wenn man erstmal hier durchgeht. Und dann muss man hier das obere. Ich sage das obere. Das untere. Und dann das. Und so geht die ganze Kombüse. Da, 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 da. Aber der andere Trick ist viel der geilere. Sorry. Hey! Autsch! Hört auf damit. So, wie viele Münzen habe ich jetzt eigentlich? Erst 4. Ich brauche noch viel mehr. Aber die gibt es hier schon. Keine Sorge. So. Da hat hier auch ein Gegner. Nee, unten war. Genau, unten war. Unten, unten, unten. Hi. Wie geht es dir? Saluti. Und der bringt mir die letzten 5. Thank you. Die Energie haben wir auch wieder frisch. Läuft. Here we go. Die sind noch die restlichen. Da dann. Wären sie. Da dann. Und ich wette meinen Hut, den ich nicht trage, dass letzte Münze hier ist. Ist sie hier? Ja, ist sie. Thank you. Ja, hört ihr sie? Hört ihr die Münze? Gut. Dann gehen wir sie ja holen. Ich muss sagen, ich mag dieses Spiel. Ich mag das Banjo und Kazooie ein Deut mehr, aber im ganzen Großen mag ich das Spiel jetzt 50% mehr. Gut. Alle One-Ups, alle Münzen, die es braucht. Gut. Aber es kommt nur noch, finde das versteckte Auge und gelange auf den Balkon, also zu Big Boo. In der DS-Version ist ja auch, glaube ich, noch der König Boo. Muss mich aber irren. In der DS-Version gibt es ja übrigens eh noch eine siebte Münze. Siebten Stern. Neben dem Münzenstern. Einen siebten Stern neben dem Münzenstern gibt es einen. So, hier wissen wir ja, wie es geht. Das war hier. Ja. Brauche ich dort. Wisst ihr was? Ich hol zuerst. Ja, naja. Mach ich. Das war so klar. Ich versuch's jetzt noch einmal. Ich sehe, dass ich das hinkriege. Ja! Hingekriegt. Denn ich will mir den letzten Stern aufheben. So.
Okay, das war ja gar nichts. Okay, das war jetzt einfach überhaupt mal gar nichts. Schade, 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 Marmelade. Okay, das geht so nicht. Dann lasse ich es. Und beziehungsweise... Könnt ihr ja schon nochmal versuchen. Ja. Ich muss da oben hinkommen. Und ich sehe genau, wo die Schwierigkeit ist. Und deshalb möchte ich das jetzt machen. Denn aufs Dach zu gelangen ist für mich persönlich ein bisschen schwieriger. Da habe ich immer Mühe. So. Vielleicht in einen Geheimraum kommen. Seht ihr, hier wäre auch noch blaue Münzen gewesen. Wahnsinn. Ja. Rotz mich nicht voll, du. Ach, komm schon. Da. Ja, genau. Jetzt geht's wieder hinten. Okay. So. Und den letzten Stern gehen wir noch holen. Den hole ich mir da noch runter. Nee, wisst ihr wo? Der ist auf dem Balkon. Und ich habe einfach beim Offscreen-Spielen habe ich einfach wahnsinnig Mühe gehabt, diesen fucking das Dach zu erklimmen. Und wie gesagt, hier muss man nicht alle Buhus bashen. Nein. So. Eigentlich hätten sie noch eine zweite Geisterwelt einbauen können. Ne, so eine Schattenwelt. Das hätte doch wirklich gut werden können. Aber dafür haben sie zwei Wasserwelten reingebaut. Naja. Wenn man sonst nichts mehr hat. So, wenn ich jetzt das richtig mache, komme ich hier jetzt ziemlich gut drauf. Ich mache es aber nicht richtig. Deshalb komme ich auch nicht drauf. Duck, duck. Duck, duck. Aber beim zweiten Mal funktioniert es. Münzen. Lecco mio. Übrigens war das eine geile Aktion, dass sie für Mario Galaxy das Münzensystem mit eingeführt haben. Nee, für die Erholung. Alter, du Schlaffi, komm mal. So. Und nochmal. Mache üben wirklich herum, wollen um ihn herumrennen und alles. So, und wie kommen wir jetzt darauf? Also im normalen Dach rutscht man nur runter. Aber wenn man es hier Weitsprung macht, auf das gegenüberliegende Dingen hier, dann kommt man dahin. Und jetzt kann man hier rauf, 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 rauf. Und genau das habe ich gemacht. Genau das habe ich mit den Sternen jetzt aufgehoben. Für die letzte Mission. Dann kann ich hier müden und müden und müden und dann ist sie das Level beendet. Ja. Und ich muss den ganzen Weg nochmal nach oben gehen. Zum Glück muss ich Buhu nicht mehr besiegen, aber das wäre ja auch noch so schön, ne? So. Diesmal hat es geklappt. Schön. Ich finde übrigens Speedruns, die das Speedrun richtig machen, finde ich viel besser als solche, die jeden Glitch und so ausprobieren. Also ihr habt ja gesehen, denn... Nein, das machst du nicht. Verdammt, immer... Sonst mache ich das doch auch anders. Also, ich finde Speedruns, wo man jeden Glitch ausprobiert, ja, bis zu einem gewissen Punkt gut. Also es gibt ja auch ein Ocarina of Time Speedrun, wo man irgendwie sich mit dem jungen Link gleich zu Ganondorf hinglitschen kann. Finde ich, genau, das wollte ich jetzt auch. Finde ich auch nicht so beste Boni, ne? Aber es soll ja Leute geben, die das dann gut finden. Alter! Genau sowas meine ich. Genau sowas meine ich. Genau deshalb hasse ich diese letzte Mission. Nur diesen Weg hier. Ganz ein Kackweg hier nochmal. Immer. Always. So. Ja genau. Zu früh gedrückt. Dankeschön. Dankeschön. Das sollte jetzt reichen. Was haben wir hier? Ein One-Up. Aber ist auch gar nichts gebraucht jetzt. Aber gut. Boah, fast zu. Fast ja echt nicht gesprungen. Fast echt irgendwie zu spät an Knopf gekommen. Gut. Buhus Weg. Welt. Komplett.